aquel que daño me ha hecho y no ha albergado en mi pecho ni envidia ni rencor. Seguro estoy que he cumplido con la vida, con los seres más queridos y también con los amigos. Por eso estoy preparada, por si tengo que partir. Willkommen heute Abend zu unserer Veranstaltung, Malheur Museum. Ich möchte alle begrüßen hier zu unserer Veranstaltung. Ich möchte bedanken Maximilian Bernard für diese wunderschöne Ausstellung, das hat hier vorbereitet. Und in ein paar Minuten kommt der Elmer Zorn, ein paar Worte zu sagen. Ja, meine Damen und Herren, so stellt uns Maximilian Bernard seine malerische Welt vor. Es lohnt sich also, in diese farblich und gestalterisch reich variierten Muster sich zu vertiefen, auch wenn vordergründig nicht sogleich eine Botschaft, ein Gag, ein metaphorischer Bezug entgegenspringt. Vielmehr lassen wir uns beim Betrachten von Maximilian Bernards Malerei auf ein Spiel mit Gedächtnis und Wahrnehmung ein. Auf unser aller Vermögen also, in unserem Gedächtnis gespeicherte Farben und Formen durch die Signale dieser Malerei aufzurufen und mit dem zu verbinden, was wir real und medial erkennen. In der Anwendung dieser Methode ist Bernard nun in guter Gesellschaft. Denken wir nur an Paul Klee, der in seinem Werk immer wieder mit Musterbildungen experimentiert hat. Nun hat aber speziell für diese Art seiner Kunstherstellung Bernard einen Begriff gefunden, der spontan einleuchtet. Matrix New Art, beziehungsweise besser englisch ausgesprochen Matrix New Art. Man braucht nur den brandneuen Katalog durchzublättern, Sie sehen ihn hier vorne, um zu verstehen, dass Matrix ein sehr treffender Ausdruck für eine Gestaltung ist, die wie mit der Matrize hergestellt scheint. Doch sind Bernards Arbeiten nicht mit der Matrize geschaffen, sondern gemalt. Außerdem weist die englische Bezeichnung Matrix darauf hin, dass nicht das mechanische Verfahren einer Matrize, sondern das Generative bzw. das Generierende einer Matrix im Mittelpunkt seiner Kunstphilosophie steht. All diese sich seriell wiederholenden, meist vertikal rhythmischen Staffelungen und Zeichensetzungen funktionieren wie Partituren, Eintragungen also auf einem linearen Grundmuster, das sie mit der ihrer Abfolge in Schwingung versetzen können. In zäher Studiearbeit geschaffen, sind sie doch sehr stark variiert. Nicht wie Zahlen, Buchstaben oder Zeichenreihen, wir kennen das etwa bei Roman Opalka und Cavara und Hanne Darboven, der kürzlich verstorbenen Malerin, die alle grafisch-konzeptuell als ganz anders arbeiten. Es ist die Unregelmäßigkeit der Regelmäßigkeit gewissermaßen, die händisch mit der Hand hergestellt ist, also weder mechanisch noch computergestützt. Es ist der von Maximilian Bernard in das Bild hineinkomponierte menschliche Fehler, der seinen Matrizes, seinen Werken eine Wärme gibt,
die wir in der figurativen Malerei ja suchen und oft nicht finden. Diese menschliche Wärme, die aus seinen Bildern strömt, spricht uns unmittelbar an. Es öffnen sich in den Bildern und durch die Bilder Räume und Tiefen, die eigene Assoziationen, Fantasien und Stimmungen in das Bild einsaugen, je nach Charakter des jeweiligen Bildes und seiner Struktur, die Sie in jedem einzelnen Bild, in jeder dieser aufgeblätterten Farben erkennen können. Das Bild ist also gewissermaßen eingefärbt und strahlt dann wie in einen Verstärker zurück. Man könnte auch sagen, diese Matrices sind Katalysatoren für Öffnungen in neue Farbraumerfahrungen und Formwahrnehmungen bei voller Transparenz der eigenen, also unserer Erfahrungswelten. Natürlich handelt es sich in diesen Kommunikationsakten, die da stattfinden, zwischen dem Kunstwerk und dem Betrachter, um meditative Vorgänge. Das ist schließlich auch die erklärte Absicht des Künstlers und es kommt aus seinem Fundus, einer langjährigen, eben auch beruflichen Erfahrung im Umgang mit den energetischen und den heilenden Kräften in der Natur. Der Kunstsammler und Kunstkritiker Franz Josef van der Grinden hat in seiner einfühlsamen Betrachtung des malerischen Werkes von Maximilien Bernard hellsichtig von einem Pulsieren in den Darstellungen dieser Gemälde gesprochen, nachzulesen in dem bereits erwähnten Katalog. Wenn es einem zeitgenössischen Maler gelingt, mit alten, sogar gewissermaßen altmodischen Mitteln, wie es ja nun einmal, und man muss sagen zum Glück, die Tafelmalerei uns überbracht hat, der heutigen Zeit und den Menschen von heute solches Pulsieren, solche Schwingungen des Lebendigen und Menschlichen zu vermitteln, in all der Schönheit und Harmonie, die immer noch möglich ist und die die Menschheit letztlich nicht aufhören wird zu suchen, dann hat doch die Kunst wieder eine wichtige Funktion, wie ich meine, eine lebenswichtige im Sinne dieses Wortes und muss nicht in die Retro-Kiste greifen. Ich wünsche der Matrix New Art von Maximilien Bernard eine solche heilsame Zukunft. Danke. Applaus